Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft Tipps. Wie immer würde ich mich natürlich über ein Like oder ein Abo freuen, denn viele meiner Zuschauer haben noch nicht abonniert. Wir gehen wieder rein nach Abrus zu Rashok. Der Kampf ist in zwei Phasen unterteilt. In Phase 1 baut er Energie auf, wir müssen aber verhindern, dass er auf 100% kommt. Etwa bei 95% müssen wir ihn in die Mitte ziehen. Da sehen wir auch schon so einen Kreis. Und dort läuten wir sozusagen Phase 2 ein, in der er wieder Energie abbaut. Danach ziehen wir wieder raus. Und das ganze Spiel geht immer so weiter. Hier sehen wir schon die erste wichtige Fähigkeit. Da wird gerade jemand markiert. Der legt das sengende Schmettern bitte irgendwo am Rand ab. Guckt, dass die sich nicht überschneiden. Davon kommen immer mehr. Und dann kommen wir auch schon zur zweiten Fähigkeit. Das geladene Schmettern. Das ist einfach ein Soak. Alle da rein. Schaden aufteilen. Und weiter geht's. Ja, im Endeffekt war es das für Phase 1, bis auf die Tankfähigkeit. Da komme ich aber gleich nochmal explizit drauf zu sprechen. Gucken wir uns erstmal Phase 2 an. Schattenlavaschlag läutet diese ein. Da geht ihr bitte alle raus und dann ist er auch knapp auf 95% und sollte jetzt zügig in die Mitte gezogen werden. Da geht dann Phase 2 los. Phase 2 sieht so aus, dass er immer diese Voids hier wirkt. Guckt, dass ihr bitte dazwischen steht. Da muss der ganze Raid eventuell mal nach rechts oder nach links laufen. Durch diesen AE-Effekt, den er da macht, seht ihr auch oben an dem Energiebalken, der hier bei mir links neben dem Boss angezeigt wird, dass er jedes Mal Energie abbaut. Ja? Ist er wieder auf 0, endet diese Phase und wir gehen wieder zurück in Phase 1. Kampfrausch, Heldentum und Co. wirkt ihr am allerbesten am Anfang des Kampfes. Schauen wir uns nochmal das sengende Schmettern an. Das kommt jetzt gleich nochmal hier rechts. Bekommt das jemand im Bild, der läuft nach oben raus. Da haben wir ihn und legt dort den Lava-Vortex ab. Jedes Mal, wenn ihr einen Lava-Vortex ablegt, brechen daraus kleine Wellen hervor. Da müsst ihr natürlich ausweichen. Ja, was bleibt noch übrig? Der Zorn von Jarun, die gefürchtete Tank-Kombo. Ja? Was passiert da? Es wird eine Kombination aus Flammenhieb und Ödendes Zermalmen gewirkt. Die Kombination ist aber nicht vorauszusehen. Ja? Also es kann zweimal Ödendes Zermalmen kommen, dann Flammenhieb, andersrum, durcheinander. Wir können es nicht voraussagen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ihr abwarten müsst, bis die Fähigkeit kommt und erst dann spotten könnt. Werdet ihr nämlich zweimal vom selben Hit getroffen, kriegt ihr 500% mehr Schaden. Ja, und das haut euch einfach aus den Latschen. Ich habe hier mal ein paar Beispiele. Hier zum Beispiel haben wir jetzt zweimal Ödendes Zermalmen, dann den Flammenhieb. Davor hatten wir nur zwei Fähigkeiten. Wir haben auch andere Kombinationen. Hier haben wir nochmal Ödendes Zermalmen, Flammenhieb und Ödendes Zermalmen. Ihr könnt leider auch nicht einfach nach jedem Hit abspotten, das funktioniert auch nicht, denn dann könnte das hier passieren. Ich habe einmal den Flammenhieb kassiert, er hat gespottet, hat Ödendes Zermalmen bekommen, ich habe zurückgespottet und habe wieder den Flammenhieb kassiert. Das heißt, ja, ihr müsst es abwarten. Ich kann euch nur empfehlen, hebt bitte eure BRs auf für die Tanks, alle BRs, ja. Da kann auch kurz vor Ende des Kampfes noch was schief gehen und dann verkackt ihr die ganze Nummer. Deshalb haltet euch dran. Und es klappt auch mit Rashok. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald, euer SkyMax. Ciao. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich gerne abonnieren. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Außerdem könnt ihr diesem Video einfach eine positive Bewertung da lassen.